Februar 2001. Weltpremiere des neuen Agrotron TTV. Seit Jahrzehnten arbeiten Techniker weltweit daran, den hohen Wirkungsgrad von mechanischen Getrieben mit dem Bedienkomfort der stufenlosen Getriebetechnologie zu verbinden. Durch die Kombination von Planetengetriebe, Reversiergetriebe und Hydrostateinheit im Agrotron TTV ist die Verwirklichung dieser Vision gelungen. Die gemeinsame Entwicklung von Deutz-Fahr und ZF Friedrichshafen basiert auf umfassenden Erfahrungswerten mit landwirtschaftlichen Getrieben und erreicht eine hohe Zuverlässigkeit bei maximaler Wirtschaftlichkeit und praxisgerechtem Bedienkomfort. Der Agrotron TTV verkörpert innen und außen ein völlig neues Konzept in puncto Zuverlässigkeit, Design und Fahrkomfort. Herzstück ist das stufenlose Getriebe. Das TTV-Getriebe ist ein leistungsverzweigtes Getriebe. Leistungsverzweigung bedeutet das Aufteilen bzw. Zusammenführen einer mechanischen und einer hydrostatischen Komponente. Die mechanische Komponente wird über ein Planetengetriebe aus vier Planetensätzen übertragen. Den Wechsel zwischen den Planetensätzen übernehmen dabei Lifetime-Lamellenkupplungen. Die hydrostatische Komponente wird über eine Hydrostateinheit variiert. Dadurch kann die Geschwindigkeit bei jedem Planetensatz variiert werden. Das hydraulische Wendegetriebe, direkter und sanfter Fahrtrichtungswechsel. Diese Komponenten und eine ausgeklügelte elektronische Steuerung verwirklichen den Traum vom stufenlosen Fahren, vereinigt mit höchster Effizienz. Anhand des ersten Planetensatzes erklären wir exemplarisch die Funktionsweise des TTV-Getriebes. Im Zentrum des Planetensatzes steht das Sonnenrad. Um dieses Sonnenrad herum laufen frei drehbar drei Planetenräder. Die Planetenräder sind an einem Planetenträger befestigt. Das Hohlrad umschließt die Planetenräder. Der Vorzug des Planetensatzes liegt in der Übertragung unterschiedlicher Drehrichtungen und Geschwindigkeiten. Diese Eigenschaft des Planetensatzes ermöglicht es, die Geschwindigkeiten und Drehrichtungen von zwei Komponenten zusammenzuführen. Im TTV-Getriebe dient der erste Planetensatz für das Zusammenführen der mechanischen Komponente vom Motor und der hydrostatischen Komponente von der Hydrostateinheit. Der Motor treibt das gelbe Sonnenrad an, die Hydrostateinheit das grüne Hohlrad. Aus der mechanischen und der hydrostatischen Drehzahl ergibt sich somit die Gesamtdrehzahl, die über den orangefarbigen Planetenträger weitergegeben wird. In unserem Beispiel ist der Agrotron TTV fahrbereit. Die Drehzahlen der mechanischen und der hydrostatischen Komponente sind gleich. Da die Drehrichtung der hydrostatischen Komponente, das heißt des Hohlrades, und der mechanischen Komponente, das heißt des Sonnenrades, entgegengesetzt sind, heben sich die Drehzahlen auf. Somit steht der Planetenträger und es wird keine Bewegung übertragen. Wir fahren los. Wir nehmen die Drehzahl der Hydrostateinheit zurück. Da die Drehzahl der mechanischen Komponente konstant bleibt, resultiert daraus eine Beschleunigung am Planetenträger. Der Agrotron TTV bewegt sich. Die Maschine wird stärker beschleunigt, je stärker die Drehzahl der hydrostatischen Komponente verringert wird.
Die Drehzahl der hydrostatischen Komponente wird bis zum Stillstand reduziert. Damit wird der Agrotron TTV zu 100% über die mechanische Komponente angetrieben, weil die Gegenläufigkeit der beiden Komponenten vollständig aufgehoben ist. Der TTV läuft nun mit seinem maximalen Wirkungsgrad. Im weiteren Beschleunigungsverlauf erhöht die Hydrostateinheit ihre Drehzahl in die gleiche Richtung wie die mechanische Komponente. Da die Drehzahlen nicht mehr gegenläufig sind, werden sie jetzt addiert. Das heißt, der Agrotron TTV beschleunigt weiter. Wie können wir nach diesem Prinzip den gesamten Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 50 Stundenkilometer abdecken? Wir kombinieren 4 Planetensätze über 5 Lamellenkupplungen. Dadurch können wir den gesamten Geschwindigkeitsbereich in 4 Arbeitsbereiche unterteilen, die mit Hilfe des hydrostatischen Anteils und der Lamellenkupplungen stufenlos durchfahren werden können. Lifetime-Lamellenkupplungen ermöglichen ein äußerst verschleißarmes Wechseln der Arbeitsbereiche. Auch unter hohen Lastmomenten werden Getriebe und Fahrer geschont. Durch die Kombination der 4 Planetensätze und der Hydrostateinheit ist es möglich, stufenlos und in jedem Arbeitsbereich im maximalen Wirkungsgrad zu fahren. Wie werden eigentlich Drehzahl und Drehrichtung der hydrostatischen Komponente verändert? Die stufenlose Variierung der Geschwindigkeit erfolgt beim TTV über die Hydrostateinheit. Sie steuert Drehzahl und Drehrichtung der hydrostatischen Komponente. Dabei kommt eine sogenannte Back-to-Back-Motorpumpeneinheit zum Einsatz. Die Verstellpumpe wird über die Hauptwelle direkt vom Motor angetrieben. Der Fahrer verstellt über seine Bedieneinheit elektronisch die Einstellung der Verstellscheibe in der Verstellpumpe. Der Einstellbereich der Verstellscheibe geht von minus 20 bis plus 20 Grad. Die Verstellpumpe ist über einen geschlossenen Ölkreislauf mit dem Konstantmotor verbunden. Jetzt steht die Verstellscheibe in Nullstellung. Damit ist die Drehzahl der hydrostatischen Komponente null, da kein Öl in den geschlossenen Kreislauf gepumpt wird. Da keine Drehzahl übertragen wird, steht der Konstantmotor. Je größer der Schwenkwinkel der Verstellscheibe ist, desto mehr Öl wird gepumpt und desto mehr Drehzahl wird übertragen. Bei voll ausgeschwenkter Verstellscheibe wird die Drehzahl 1:1 übertragen. Die Hydrostateinheit erzeugt ohne aufwendige Technik eine große Bandbreite von Drehzahlen im Plus- und Minusbereich und dadurch die stufenlose Änderung der Geschwindigkeit des TTV. Wie wechseln wir beim Agrotron TTV die Fahrtrichtung? Wir verwenden hier ein hydraulisches Reversiergetriebe, auch eine bewährte Standardkomponente aus dem ZF-Programm. Das hydraulische Reversiergetriebe ermöglicht, ohne anzuhalten, einen direkten Fahrtrichtungswechsel. Verschleißfrei und schonend erfolgt der Wechsel mit hoher Dynamik. Der entscheidende Vorteil des hydraulischen Reversiergetriebes des Agrotron TTV ist, dass wir die Charakteristika seines stufenlosen Antriebs in beiden Richtungen nutzen können. Vorwärts gleich rückwärts ist ein wichtiges Merkmal des Agrotron TTV. Das ist besonders vorteilhaft, wenn die Maschine in der Schubfahrt eingesetzt wird. Der Kraftfluss im TTV-Getriebe im Überblick. Der Kraftstrang verläuft direkt vom Motor zum Zapfwellengetriebe. Über diese Hauptwelle erfolgt der direkte Antrieb der Hydrostateinheit und die Weiterführung zum Summierungsplanetensatz. Über das Planetengetriebe und das Wendegetriebe wird der Antrieb auf die Hinterachse bzw. zur Vorderachse übertragen. Die direkte Kraftlinie im Getriebe und die kompakte Anordnung der Komponenten tragen zum guten Wirkungsgrad bei und reduzieren Belastungsspitzen. Wir beschleunigen für Sie jetzt den TTV von 0 auf Maximalgeschwindigkeit.